möchte gerade nicht. Kamera sagt nein, weil ich hässlich bin. So, wir spielen direkt weiter. Wir sind ja, beim letzten Mal haben wir Akt 1 beendet und sind jetzt in Akt 2. Und wir haben jetzt in der Oberstadt unser eigenes Zuhause. Oh mein Gott, wir haben so voll krass, ey. Wir untersuchen das mal. Na sowas. Eine halb verbrannte Seite aus Enders Manifest. Alter Kuschel. Ey, was bist denn du so gemein zu mir? Was ist los? Also das ist jetzt unfreundlich, ne? Weißt du. Weißt du selber, dass das jetzt nicht freundlich war. So, ich muss mal ganz kurz die Kamera verschieben. Was bist du so gemein zu dir selber? Weiß gar nicht. jetzt erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe jetzt den ganzen Morgen, habe ich Final Fantasy 14 gezockt. Ne? So, erstmal Codex-Eintrag. Wir gehen da mal kurz rein. Mal, wie sexy das einfach alles ist. Mir ist von meinem Leben in Lothering nicht geblieben. Ist eigentlich, der Sound vom Spiel, ist das so okay oder soll ich den höher drehen? Weiß ja nicht. Kleidung. Wow. Varric hat es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, mein Tagebuch ein wenig auszuschmücken. Ein Mini-Tick-Lauter. Ja, das mache ich doch gerne. Ein Mini-Tick-Lauter. So, man muss jetzt sagen, ob das jetzt besser ist. Wenn sie redet, Moment. Pfotenabdrücke? Ich habe ihm doch gesagt, dass er nicht aufs Bett darf. So besser? Okay, gut, super. Dann wollen wir mal weiter. Ach ja, genau. Springen kann man hier nicht. Hoppalala. So, wir gehen mal ganz kurz in die Bibliothek. Die ist sehr anregend. Ich bin stolz auf dich. In Liebe, deine Mutter. Süß. Okay. Nicht durchdrehen. Genau, das sind die DLCs. Die spielen wir aber erst, wenn wir mit der Hauptstory durch sind, glaube ich. Also, das hier auf jeden Fall. Das könnte man machen, wenn wir Champion sind. Rein theoretisch. Wir müssen gucken, wann wir das spielen. So, wir haben auf dem Schreibtisch ganz viele Briefe. Grüße. Ich hoffe, ihr seid wohlauf. Ich habe in den vergangenen 3 Jahren oft an euch gedacht. Ohne euer Bemühen wäre mein Fanwill schon längst an Sklavenhändler verkauft worden. Stattdessen fing er langsam an, seine Magie zu meistern. Doch nun haben ihn seine Albträume wieder eingeholt und weder die Hüterin noch der erste Verzauberer können ihm helfen. Ich wüsste nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Kommt bitte zu meiner Wohnung im Gesindeviertel. Ich warte auf euch. Seid nochmals bedankt für euer Mitgefühl ihm gegenüber. Hochachtungsvoll, Ariani. Okay, Fenrir hat ein bisschen seine Magie angefangen. Also, dass wir ihn zu den Dalish geschickt haben, war gut. Aber jetzt plagen ihn wieder Albträume, was dann bedeutet, wir müssen ihm mal wieder helfen. Wie immer. Hawk, ich weiß nicht, ob ihr euch an mich erinnert, aber ihr habt mir vor einigen Jahren bei einem Problem mit der Karte geholfen. Angesichts der im Allgemeinen recht zweifelhaften Gestalten in Kirkwall habe ich die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und ich hatte geschworen, euch angemessen zu belohnen. Nehmt daher diese Münzen und das beiliegende Paket. Meine Männer und ich bereiten die Abreise aus Rivain vor, bevor König Belens Mörder uns erneut aufspüren. Wenn der Stein uns gewogen ist, werden wir Kalscharuk bald finden und damit in Sicherheit sein. Sollten die Harrowmonds diese schwere Zeit überstehen, werden euer Name und eure Taten Einzug in die Erinnerung finden. Respectful Renville Harrowmond. Das war der Zweck, dem wir letzte Woche geholfen hatten, der Liste der Harrowmonds. Das war schön. Das ist schön, das freut mich, dass er Belens Mörder entkommen konnte. Wege im Untergrund. Viele Leute in der Stadt verdanken euch ihr Leben und ich bin eine davon. Als meine Freunde und ich von Templern umzingelt waren, habt ihr uns die Flucht ermöglicht. Über die Jahre sind die meisten Abtrünnigen aus Starkhaven gefangen genommen worden. Aber dank der Hilfe vieler Menschen bin ich noch in Freiheit.
Ihr habt schon viel für die Abtrünnigen getan. Wenn ihr mehr tun wollt, kontaktiert Herrin Selby bei den Docks. Sie kennt viele Möglichkeiten, wie ihr weitere Leben retten könnt. Auf ewig in eurer Schuld, Terry aus Starkhaven. Das waren die Flüchtlichen aus der Höhle, wo wir die Templer angelogen haben, dass die tot sind. Das ist schön, dass, ja gut, manche sind gefangen genommen worden, ne? Aber das ist logisch. Abtrünnige Magier werden halt einfach gefangen genommen, gerade in dieser Welt. Das, was ich sehr schade finde. Aber können wir halt auch leider nichts gegen machen, großartig weiter. Und ja, aber schön. An Hawk. Also eine Notiz von Fenrir. An Hawk. Das Leben bei den Dalish ist nicht einfach. Hüterin Mary Ferry versucht ihr Bestes, aber ich weiß nicht, was sie noch für mich tun könnte. Die jüngeren Elfen akzeptieren mich nicht und sie flüstern oft hinter meinem Rücken über mich. Die Älteren sind zurückhaltender, aber ich erkenne es in ihren Augen. Sie haben Angst vor mir. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das alles erzähle. Manchmal glaube ich, ihr seid die Einzige, der ich vertrauen kann. Euer Freund Fenrir. Oh Gottchen, der Arme. Ja, aber gut, wir hatten ihm ja gesagt, dass es bei den Dalish nicht einfach werden wird. Gerade weil er halt einfach nicht nur, dass er Magie beherrscht, sondern auch einfach, er ist halt nur ein Halbelfe. Und er sieht auch nicht sonderlich elfisch aus. Das macht es halt auch nicht besser. Fühlt ihr euch unzulänglich? Flagge auf Halbmast? Steht der Soldat nicht stramm? Hat euer Zwerg Angst vor den tiefen Wegen? Kommt zu Germans Drogerie und fragt nach unserer Spezialsoße. Unsere Spezialsoße enthält die Essenzen von 52 Kräutern. Sie ist völlig natürlich, völlig sicher und garantiert effektiv. Ihr werdet euch gleich ganz anders fühlen. Seid der Mann, der andere Männer sein wollen. Seid der Mann, der ihr zu sein verdient. Ich bin eine Frau. Ich habe das weibliche Geschlecht in diesem Spiel gewählt und du sagst, ich soll ein Mann sein. Boah, das ist richtig, ne? Das ist sexistisch, du bist. Du, wer auch immer. Ne? Ha! Nein, Scherz. Ach, juck mich doch nicht. Mama, ich bin mehr Mann als der Typ, der das geschrieben hat. Von Aaron. Mr. Hawk. Worte können nicht beschreiben, wie dankbar ich bin. Danke, dass ihr meine Tochter vor diesem Monster gerettet habt. Wenn ich mein kleines Mädchen so ansehe, wird mir erst klar, wie viel ihr für meine Familie getan habt. Lia hat jetzt ein Idol. Sie interessiert sich für den Schwertkampf und möchte eines Tages zur Wache. Sie scheint das Ganze gut zu verarbeiten. Auf ewig in eurer Schuld, Aaron. Oh, das ist voll schön, dass die Kleine jetzt zur Wache gehen möchte. Das ist schön. Eine Nachricht von Price. Sarah. Es freut mich zu hören, dass Fenrir sich nicht an euch gerecht hat, weil ihr mir geholfen habt. Ich wäre in ihren Diensten mit Sicherheit gestorben. Meine Schwestern sind jetzt beide Dienstmädchen und ich habe mich als fähige Schäferin erwiesen und sogar zwei Mutterschafe bekommen, um meine eigene Herde aufzubauen. Wie ich höre, habt ihr euch in Kirko einen Namen gemacht. Ich wünsche euch auch weiterhin Erfolg. Seid nochmals bedankt. Niedergeschrieben für Price von der Dame des Hauses. Oh. Der Kleine, dem wir geholfen haben, der hatte zwei Mutterschäfchen. Oh mein Gott, how cute einfach. Ein seltsam offiziell wirkender Brief. Werter Herr, werte Dame, ich bin Lord Achim Falk aus Starkhaven. Ich bin mir beim Erbauer und bei Andraste, seiner geliebten Prophetin, völlig sicher, dass es meine Pflicht ist, euch diese dringliche geschäftliche Angelegenheit zu unterbreiten. Vor Jahren bekleidete ich das Amt des Truchsells bei der königlichen Familie von Starkhaven. Leider wurde diese gestürzt von einem üblen Thronräuber. Ich repräsentiere seine königliche Hoheit, Prinz Corbin Vael, dem rechtmäßigen Thronerben, und mit eurer Hilfe und der des Erbauers können wir dafür sorgen, dass er die Krone von Starkhaven schon bald wieder trägt. Entschuldigung. Seine Hoheit hatte ein Vermögen von 11.000 Sorrens in den Gewölben der königlichen Bank von Antiva. Hätte er Zugriff darauf, könnte er eine Armee ausheben und den Thron zurückerobern, aber es ist für seine Hoheit zu gefährlich, das Geld persönlich abzuheben. Und hier sind nun eure Unterstützung und eure Diskretion gefragt. Schickt mir einfach die Angaben eines bestehenden Bankkontos in Kirkwall und ich werde dafür sorgen, dass das Geld dorthin transferiert wird. Mein König wird es sich dann bei euch abholen, natürlich abzüglich einer reichhaltigen Belohnung.
Ich muss euch noch darauf hinweisen, dass die Antivaner ein Konto erst als geschäftsfähig betrachten, wenn dort ein Guthaben von mindestens 100 Severance vorliegt. Bitte bewahrt über die Angelegenheit absolutes Stillschweigen. Hochachtungsvoll, Lord Achim Falk. Das klingt schon wieder fast wie so, ne? Weiß nicht. Ein seltsamer Brief aus Lovering. Hawk, ich habe gehört, ihr habt es in die freien Marschen geschafft. Weiß zwar nicht, was ihr dort wollt, aber vermutlich ist es besser als Orlais. Gibt es dort auch Spinnen? Große? Hier konnte man nicht mal mit einer toten Katze wedeln, ohne eine Riesenspinne zu treffen. Aber die Verderbnis hat sie vertrieben. Beim Abbauer. Vor uns liegen finstere Zeiten. Denkt an meine Worte. Heutzutage kann ein Mann nicht mal Giftfallen aus seinem verderbten Land auslegen. Euer alter Balin. Keine Ahnung, wer das sein soll. Eine Nachricht für Gamblin. Gamblin Amell, die Bezahlung ist 2 Monate überfällig, Sarah. Da häufen sich Zinsen an, wie ihr wisst. Ihr habt bei uns Hausverbot, bis die Summe beglichen ist. Denkt darüber nach. Keinerlei Wetten oder Kartenspiele mehr für euch in ganz Kirkwall. Hoffentlich bringt ihr das in Ordnung, bevor ich Schritte ergreifen muss. Ich würde gerne weitere Unannehmlichkeiten vermeiden, Gallard. Der war schon, dass Gamblin nicht bei uns wohnt, oder? Also, weißt du? Ah, lecker. Mit frisch geputzten Zähnen immer ein bisschen komisch, aber. Eine Nachricht aus Lovering. Liebe Leandra, hoffentlich geht es dir und den Kindern gut. Es tut mir so leid wegen Bethany, ein liebes Mädchen. Sie hat mir immer beim Unkrautjäten geholfen. Die Verderbnis hat uns zu viel genommen. Dank sei dem Erbauer für den Helden von Ferelden und die grauen Wächter. Wie viel willst du lesen? Dragon Age? Ja. Man muss bedenken, seit Akt 1, den wir ja letzte Woche abgeschlossen haben, und jetzt Anfang Akt 2 sind 3 Jahre vergangen. 3 fucking Jahre im Spiel. Und da hat sich ein bisschen was angehäuft, ne? Das wird nicht weniger, Leute. Im Großteil des Landes normalisiert sich langsam wieder alles, aber Lovering gibt es nicht mehr. Wir hatten gehofft, dort alles wieder aufzubauen, aber die Verderbnis hat den Boden vergiftet. Es wird Jahrzehnte dauern, bis er sich erholt hat. Vielleicht geschieht es auch nie. Redcliffe ist hübsch und langsam betrachte ich es als Zuhause. Auch hier gab es während der Verderbnis Probleme, aber das Dorf erholt sich. Vielleicht besuchst du uns irgendwann einmal. Bitte schreibe mir wieder, meine Liebe. Ich möchte mehr über dein Leben in Kirkwall erfahren und richte den Kindern mein Bedauern und beste Wünsche aus. Deine Freundin Miriam. Okay. Briefe der Familie. Saika, wie geht es dir? Gut, hoffe ich. Hier ist auch alles gut. Nehme ich an. Die Legenden der Grauen Wächter verschweigen allerdings so einiges. Ich habe seit meiner Ankunft noch nichts annähernd Ruhmreiches oder Ehrenhaftes getan. Meistens ist die Arbeit mühsam, dreckig, oftmals erschreckend. Besten Dank, falls du vergessen hast, dass du an meinem Hiersein schuld bist. So viel Liebe. Gut daran ist, dass ich noch lebe und Teil von etwas Größerem bin. Ich habe die Chance, mich zu beweisen. Vielleicht kann ich sogar aus deinem großen, fetten Schatten heraustreten. Dumm nur, dass Horan schon jemanden hat, der die Verdammnis beendet hat. Pff, was soll's, richtig? Bestelle Mutter und Gamlin Grüße von mir. Kava. Schön, dass Kava lebt. Er hat dich fett genannt. Nein, er hat meinen Schatten fett genannt. Aber rein theoretisch hat er mich fett... Ja. Ja, er hat mich fett genannt. Es ist seltsam, wieder hier zu leben. Im Haus meiner Kindheit, das jetzt meinem eigenen Kind gehört. Das hätte ich mir niemals vorstellen können, als ich als kleines Mädchen aus diesem Fenster geblickt habe. Ich bin dir noch immer dankbar, dass du das Geld aus deiner Expedition verwendet hast, um das Anwesen zurückzukaufen. Jetzt fühle ich mich wieder wie eine Amel. Fang aber bitte nicht an, hochtrabend zu werden, in Ordnung? Versprochen. Wenn ich in Ferelden eines gelernt habe, dann, dass gute Menschen ebenso in einer Hütte wie in einem Palast geboren werden können. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich nach so vielen Jahren als Frau eines Bauern merkwürdig an, nichts zu tun zu haben. Aber ich kann nicht den Rest meines Lebens damit verbringen, um Bethany und Carver zu trauern. Sie sind tot und ich kann sie nicht wieder zurückbringen. Ich schätze, jetzt muss ich nur noch für dich einen angemessenen Gemahl auswählen.
Meinst du jetzt die Sprachausgabe oder meinst du die Antworten, die hier unten kommen? Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Für euch ist ein Brief angekommen. Er liegt auf dem Schreibtisch. Ja. Ich hinterlege dort alle Nachrichten, die während eurer Abwesenheit eintreffen. Falls ihr irgendwelche Verzauberungen brauchen solltet, würde euch mein Junge mit Sicherheit gerne helfen. Ich mag das Hündchen. Moment. Untertitel gibt es nicht. Also wenn, dann nur da oben. Also... Hier. Hm, sieht nach einer angeregten Unterhaltung aus. Vielleicht hat Sandal ja damals im Lager des Helden von Ferelden ein paar Brocken Mabari-Sprache aufgeschnappt. Ja, so süß. Wir prüfen das jetzt gleich. Ja, Kawa können wir nicht mehr auswählen, weil der ist nicht mehr in Kirkwall. wir nehmen mal Isabella mit. Varric und... Ich würde sagen Evelyn. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst machen sollen. Ja, außerhalb haben wir noch nichts zu tun. Da haben wir das mit dem Hauptverdächtigen. Hoppala. Wir machen erstmal das mit dem nächtlichen Schrecken, würde ich sagen. Ja, okay, wir müssen erstmal. Ja, das wollte ich gar nicht machen, aber okay. Konstitution, Junge. Bestätigen. Bei ihr können wir ganz viel machen. Hier hatten wir das. Bestätigen. Zurück. Und dann machen wir das hier. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, unser Stab. Wir hatten noch nichts Besseres, glaube ich, ne? Nö. Okay, dann. Wir haben aktuell 124 Sovereigns. Ihr habt gestern Nacht diesem kahlen, gehängten Mann zugehört. Eure Augen sind wie Hummeln, die ins Fenster meiner Seele fliegen. Mein Lieblingssatz war, eure Lippen sind wie die Flügel von Spatzen, nur rot und ohne Federn. Oh, sprecht und lasst die gerupften Flügel eurer Lippen aufsteigen. Ich würde ihm ja was zu trinken spendieren, aber ich glaube, der braucht sowas nicht. Okay, ich sag dazu nichts. Nee, dazu will ich einfach echt. Nein. Die können weg. Die können bleiben. Die können auch bleiben. Du kannst weg. So, das kriegt Isabella. So, wegwerfen. Wir müssen erstmal unser Inventar aufräumen, Leute. Leute, was haben wir denn für eine ganze Kacki mitgebracht? Weil wir haben so viel Geld, das ist so geil. Ich fühle mich gerade ein bisschen sexy, ne? Ey, die Tür ist weg. Ach nee, da. Ich hab die Tür nicht gesehen. Die Gewinne helfen flüchten. Ja,
I'm sorry. Das ist für Anders. Sehr cool. Hier und in der Heimat. Da ist eine Kiste. Eine zerrissene Hose. Sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, wer lässt denn immer seine Hosen liegen? Was ist los mit euch, Leute? Okay, da hatte ich gerade kurz das ekliges Gefühl im Kopf. Klingt auch falsch, ne? Dummadaka, dummadaka, ein Geschenk. Geil. Der Tephros Siegelring. Oh mein Gott, wie cool. Ja, nice. Bruder. Ich hatte total vergessen, dass man auch überall Geschenke jetzt kaufen kann. Also, wenn man welche findet. Ne? Voraussetzung ist, dass man das alles findet. Noch ein zerfressener Schal. Warum auch nicht, ne? So, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Hello, du süßes kleines Pupselbär. Pupselbär. Oh Gott, ich muss aufhören. Das ist für Evelyn. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich glaube, mehr Händler hatten wir gar nicht hier, ne? Nee. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zu Varric in den gehängten Mann. Geben ihm sein Geschenk, damit wir seine Gunst erdingsen. Ja, weil hier beide wollen nämlich mit uns reden. Oh. Die Sucher der Wahrheit. Diese wunderbare Farbe. Andere Kinder was haben mich wegen meiner roten Haare immer ausgelacht. Wirklich? Herrje. Ihr wart bestimmt niedlich. Hattet ihr Zöpfe? Manchmal. Lasst es mich einfach wissen, wenn die Coterie mal wieder mit irgendwelchem Schutz anfängt. Unser Blondschopf hat schon genug Ärger. Oha. Ich möchte euch etwas fragen, Hawk. Ihr habt es in die Oberstadt geschafft und jeder andere, den ich kenne, wäre jetzt vollauf zufrieden mit sich. Aber ihr müsst größere Pläne haben. Ich habe noch keine Pläne. Ich versuche einfach nur, mich um meine Mutter zu kümmern. Ich schätze, nach dieser ganzen Sache mit Carver ist es eine gute Idee, sich an das zu halten, was euch geblieben ist. Um ehrlich zu sein, dachte ich, ihr würdet jetzt, wo sich die Dinge beruhigt haben, vielleicht wieder nach Ferelden zurückkehren. Aber es ist schön zu hören, dass ihr uns noch erhalten bleibt. Mhm. Was sollte ich denn ohne meinen tollen Zwerg machen? Ich würde mich jede Nacht in den Schlaf weinen, wenn ihr nicht mehr bei mir wärt. Ach, werdet mir jetzt ja nicht rührselig, Hawk. Ihr wisst doch, dass ich Menschen nicht weinen sehen kann. Also dann, ein ganzer Stadtstaat voller Probleme wartet auf uns. Machen wir uns ans Werk. Wie süß. Da läuft die kleine Evelyn mit ihren flammend orange-roten Zöpfen durchs Dorf. Isabella auf Evelyn zu ärgern. Das ist gemein. Ja, mir geht's. Okay, ganz ruhig. Die beiden sind wie Feuer und Eis, ne? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe halt immer mal so Schleimfropfen im Hals. Kann ich nicht so richtig gut beschreiben, keine Ahnung. Ja, aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut, bis auf, dass man irgendwie von A nach B gehetzt wird, wenn man auf der Suche nach einem Psychologen ist. Irgendwie, keine Ahnung. Ja, melde dich doch mal da. Ja, melde dich doch mal da. Ja, melde dich doch mal da. Ja, schlimmer als Arbeitsamt, die Leute, die versuchen dir zu helfen. Ich habe keine Beschwerden. Oh, das freut mich. Ich habe etwas für euch, Varric. Der Siegerring meines Vaters. Wo habt ihr ihn gefunden? Bartrand hat ihn versetzt, um die Expedition bezahlen zu können. Es ist unglaublich, dass ihr ihn gefunden habt. Das klingt genau wie eine der Geschichten, die ich über euch erfinden würde. Vergesst nicht, dass ich ihn aus dem Bauch eines Drachen geholt habe, wenn ihr den Leuten diese Geschichte erzählt. Ich werde auch noch ein paar Werwölfe und Griffons einbauen, um das Gleichgewicht zu wahren. Danke. Nun, ich schätze, dann sollte ich wohl langsam anfangen, meine Briefe aus Orsama zu beantworten. Belens Hof erinnert mich einfach zu sehr an die Familienessen mit meinen Vettern. Wie auch immer,
Ich bin euch etwas schuldig, Hawk. Erinnert mich später daran, dass ich eure Rechnung übernehme. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Es scheint fast, als hättet ihr euch 3 Jahre lang nicht vom Fleck bewegt. So bin ich einfach leichter zu finden. Erinnert ihr euch an die Reliquie, von der ich euch erzählt habe? Diejenige, die ich finden muss? Ich bin einer Spur nachgegangen. Sie ist so nah, dass ich sie fast riechen kann. Habt ihr das Gleiche nicht auch schon letztes Mal behauptet? Ach, ihr meint, als ich mich auf die Suche nach diesem Versteck gemacht habe? Es hat sich leider herausgestellt, dass dort nur ein paar grauenhafte Gedichte und ein alter Stiefel waren. Aber die Reliquie hätte dort sein können. Ich dachte einfach, ich informiere euch schon mal, dass ich eure angebotene Hilfe vielleicht schon bald in Anspruch nehmen könnte. Ihr könnt auf mich zählen. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Sobald ich Neuigkeiten habe, erfahrt ihr es als Erste. Ach. Danke, Charlie. So. Hinterfragte Überzeugung. Ich muss bei Isabella immer ein bisschen aufpassen. Kann ich noch einen haben? Ihr hattet schon genug. So. Oh. Nochmal? Warum gewinnt ihr eigentlich immer, wenn wir Karten spielen? Weil ich betrüge mein Kätzchen. Dieses Schmuckstück. Es ist elfisch, nicht wahr? Es stammt aus eurem Clan. Ihr solltet nie etwas setzen, dessen Verlust ihr nicht verkraften könnt. Hier, nehmt es zurück. Ein Glas eures besten Schnapses für meine Freundin hier drüben. Natürlich ist das Beste, was der gehängte Mann zu bieten hat, nichts Besonderes. Aber es macht euch ebenso betrunken wie das Zeug in der Oberstadt. Und dann wacht man auf und muss feststellen, dass einem irgendjemand die Hose gestohlen hat. Das ist dann der Moment, in dem man weiß, dass man Spaß hatte. Ich dachte, ich müsste mich in eurer Nähe vorsehen, aber wie es scheint, seid ihr gar nicht so übel. Was meint ihr mit, ich bin gar nicht so übel? Ihr verurteilt niemanden. Ihr habt keine Angst, euch die Hände schmutzig zu machen. Naja, so etwas eben. Hätte ich jemanden wie euch an Bord gehabt, als uns der Sturm erwischt hat, hätten wir vielleicht nicht Schiffbruch erlitten. Hättet ihr nicht Schiffbruch erlitten, wären wir uns niemals begegnet. Und das wäre wirklich schade gewesen. Darauf trinke ich. Oh, oh mein Gott, es geht die Freundschaft aber hoch mit der. Ja, moin. Ja, geil. Genau so brauche ich das, Bruder. So. Ich weiß nicht. Ja, wir gucken einfach mal, ne? So, das ist. Ich wollte gerade zur Tür laufen. Ne? Ich bin halt auch. Ich bin super. Ich bin toll. Ich hab das Spiel schon mindestens 50 Mal durchgespielt, aber ich. Ich bin immer noch intelligent. Dann führe ich euch an Orte, an denen ihr noch nie gewesen seid. Was? Isabella? Sprecht ihr etwa mit Bianca?